Ich salle zusammen mit einer weiteren Folge von La Vitrine. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende mindestens genau so genossen wie ich, weil es ist All-Star-Weekend war. Für alle die, die das nicht kennen, das ist in der NBA, also in der amerikanische Basketballliga, das Wochenende, wo alle die besten Spieler, LeBron James, Stephen Curry und so weiter, gegeneinander spielen. Es war ein richtig geiles All-Star-Game. Saturday Night mit Slam Dunk Contest und alles, was dazu gehört, habe ich richtig genossen. Ich möchte eigentlich auch gar nicht lange über das Weekend und über meine Freizeit reden. Ich möchte euch eigentlich einfach einen Schuh im Zusammenhang mit dem Wochenende zeigen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, um welchen Schuh das geht. Das Ganze sollte auch nicht so ein langes Video sein. Ich kann euch eigentlich einfach den On-Feed zeigen. Plus noch zwei, drei Sachen zu dem Schuh sagen. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal straight up damit an. Gerade vorweg, das ist nicht mein Exemplar. Der, den ich hier habe, gehört Steven. Ich hoffe, ihr mögt euch an Steven erinnern. Ich hatte mal mit ihm ein Interview gehabt. Und er hat in dieser Zeit jetzt fleissig Sechser gesammelt. Und ich hoffe, dass wir ihn mal besuchen dürfen. Also falls du das siehst, Steven, melde dich bei mir und sag mir, ob du mal deine Sechser möchtest präsentieren. Der Schuh, den ich heute mit euch anschauen möchte, der Air Jordan 6 All-Star. Eben wegen dem legendären All-Star-Weekend, den wir gerade hinter uns haben, habe ich gedacht, schauen wir uns den Schuh gleich noch schnell an, obwohl ich eigentlich kein Review machen wollte, weil wir den wahrscheinlich schon überall gesehen haben. Aber ich habe so lange auf den Schuh gewartet, einfach um ihn mal in live zu sehen, weil ich nur die Bilder gesehen habe von dem Chameleon-Look. Und ich wollte den unbedingt mal in der Hand haben. Jetzt habe ich ihn da. Also zieht euch mal das Leder rein. Da hat Jordan richtig gute Arbeit geleistet. Auch mit dem geilen Jumpman hinten auf dem Heel. Und wie gesagt, die Lackierung von diesem schönen dicken Leder haben sie wirklich gut hinbekommen. Auch auf der Sohle. Alles das, was icy sein sollte, das seht ihr jetzt im Video wahrscheinlich nicht so gut, ist so schimmrig. Also in real sieht es richtig geil aus. Also ich finde, Jordan hat da eigentlich ganze Leistung gebracht. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen stört, ist, ich wüsste nicht, wie anlegen. Also jetzt zu dem Shirt würde es vielleicht noch so passen. Das ist so grünlich irgendwie. Aber ich glaube, der Steven wird den Schuh besser anlegen als ich. Ich habe euch trotzdem ein kleines On-Feed-Video gemacht. Einfach, weil es mir Spass macht, das zu schneiden. Und weil ich selber, wenn ich einen Schuh möchte kaufen oder ein Review schauen, möchte ich den Schuh eigentlich immer on-feed sehen. Deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, ich sage gar nicht mehr zu dem Schuh. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den on-feed an. Danke zu Rebel und Max Moose. Young Youngness. 243. Gode Jamboka, chill, ich nehme kein Coca. Gang auf Seite, bin Fokker, da schieße direkt in den Körgang, zerstöre den Körgang. Wir geben jetzt Vollgas, in der Stadt einfach mal Vollgas. Scheiß auf den Navi, scheiß auf die Zivis, ich mach meine Mischung. Mach meine Mischung, bewege mich langsam und lässig. Trotzdem wird mir schwindlig. Hey, es hat mich getroffen, die Schwindlig. Ich hoffe, das kurze On-Feed hat euch gefallen. Shoutouts gehen raus an The Youngest, der das Lied produziert hat. Er macht wirklich gute Sachen. Keep pushing, ich habe ihn unten in der Infobox verlinkt. Also falls ihr mal seine Musik anhören, ich würde sagen, ihr könnt das auch mal abonnieren. Und an dieser Stelle könnt ihr mir gerade mal in die Comments hineinschreiben, was ihr davon würdet halten, wenn ich zwischendurch einfach mal ein On-Feed würde aufladen, ohne grosses Gelaber. Einfach wirklich nur die On-Feed-Videos. Natürlich mache ich noch normale Videos nebenbei, aber einfach so, dass es immer wieder ein bisschen etwas auf dem Kanal hat. Lasst mich wissen, den Kommentar, was ihr dazu meint. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. Ein heller kurzes Video. Aber ich muss All-Star Weekend wieder geniessen. Ihr wisst, LeBron vs. Stephen Curry. Und dann würde ich schon sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.